Da hat Joachim Löw natürlich darauf hingewiesen, wie wichtig das war. Also mit dem 1:1 sagt er, hätten sie nicht gut leben können. Das konnte man so sagen. Also damit wären sie mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschieden gewesen. Jetzt ist die große Frage, was das bewirkt. Also natürlich hat das doch mal Emotionen freigesetzt. Aber das Ganze muss natürlich auch mit Taten unterfüttert werden. Und Südkorea ist sicher nicht der schwerste Gegner der Gruppe. Aber auch da mussten natürlich erstmal Wege gefunden werden. Die werden defensiv auch gut stehen, werden einige schnelle Spieler haben, die kontern können. Also gewonnen oder gar mit 2 Toren gewonnen, wie es ja sein muss, ist das Spiel auch noch nicht. Es gehen zu viele Bälle verloren im Spiel nach vorne. Das bewirkt Kontersituationen, Umschaltsituationen. Da stand die deutsche Mannschaft zuletzt nicht besonders gut. Die haben es gegen Mexiko wirklich schwach gemacht, gegen Schweden etwas verbessert. Löw hat jetzt noch mal gesagt, dass sie weiter dran arbeiten wollen. Das ist aber sicher im Moment der größte Schwachpunkt. Seit November immer ein Tor bekommen, da muss sich was ändern. Umstellungen muss es ja schon mal geben, weil Sebastian Rudi ausfällt und weil Jerome Boateng gesperrt ist. Insofern 2 Änderungen ergeben sich von selbst. Ich glaube auch, dass es sonst auch noch 1-2 Wechsel geben wird. Eine feste Formation, davon kann man überhaupt nicht reden. Es wird spannend sein zu sehen, was mit den Spielern passiert, die das letzte Mal haben aussetzen müssen. Özil, Khedira. Theoretisch wären ja Plätze wieder frei, zumindest für Khedira. Özil könnte in die offensive Reihe rücken. Also mal sehen, ob der Bundestrainer diese Spieler jetzt wieder ins Team holt oder ob er weiter auf jüngere, frischere Kräfte setzt. Also keine Frage, Reus war eine absolute Bereicherung. Das Spiel gegen Schweden war um vieles schneller als das Spiel gegen Mexiko. Das muss natürlich der Weg sein, weil nur mit Tempo die Mannschaft wieder in Kombinationsfußball kommt, in gefährliche Situationen kommt. Das ist das, was das Spiel der Mannschaft ausmacht. Also das muss unbedingt sein, davon muss es so viel wie möglich geben. Also Löw sollte da keinen Schritt zurück machen. Er sollte weiter auf Tempo setzen, auf frische Kräfte und da weitermachen, wo gegen Schweden aufgehört wurde. Also ich gehe schon davon aus, dass die deutsche Mannschaft das Spiel gewinnen wird. Ob es mit 2 Toren dann sein wird, was es ja sein muss, schwer zu sagen. Eigentlich glaube ich ja, aber sie wären gut beraten, das wirklich auch in eigener Hand zu behalten und nicht auf irgendwelche anderen Ergebnisse schauen zu müssen.